Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Plague Tale Requiem. Und ich habe das Spiel mal kurz von Steam über Fehler überprüfen lassen. Es wurde nichts gefunden. Das heißt, wir sollten in dieser Folge auf jeden Fall durchstarten können, ohne Absturz, ohne irgendwas, und sind weiterhin auf dem Weg Richtung Hafen und wollen aber natürlich ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was looten, was wir hier so finden können am Wegesrand. Aber so wie es aussieht, ist das hier vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, um hier durchzukommen. Ich glaube, das ist keine gute Idee hier. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Ich glaube, das ist keine gute... Huch, das ist ein Tier. Ich glaube, das war ja mal ein Stall. Keine gute Idee, hier durchzukommen. Ich wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Und wir müssen schleunigst auf die andere Seite. Bleibt uns was anderes übrig? Ich denke nicht. Kleine Scheiße. Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Na, sowas aber auch. So, immerhin, das hat ganz gut funktioniert, um hier durchzukommen. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Auch wenn die anderen natürlich mittlerweile wissen, was hier Sache ist. Und sich wahrscheinlich auch bald auf die nächsten stürzen werden. Okay, wir müssen definitiv auch mal auf die andere Seite noch rüber, denn dort haben wir die Kiste jetzt noch nicht gelootet, natürlich. Weil ich das Spiel ja eben neu starten musste. Aber das haut schon hin. Ja, sehr gut. Ich wollte ihn gerade dahin locken, aber er geht von selber. Hätte nie gedacht, dass die Ratten mal so mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das kann uns nicht hängt aufgeben. Ganz von Hugo ab. Nach allem, was wir für ihn geopfert haben. Er ist so jung. So verletzlich. Ja. Der Graf wird sich was einfallen lassen. Der Graf hat sich schon genug einfallen lassen. Ist jetzt nicht bald genug? Was soll er sich denn noch alles einfallen lassen? Ist eh schon alles scheiße. Spottet uns der jetzt? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, dann sollten wir jetzt nämlich schauen, dass wir irgendwie auf die andere Seite kommen. Das heißt, wir brauchen noch einmal Thea. Hehe, aber du kannst nicht hier rüber. Das ist ja das Lustige. Ihr könnt zwar alle viel schauen, aber ihr könnt nicht hier rüber. Tja, so kann es eben auch enden, wenn man mal nicht aufpasst. Und ihr wollt ja genau das. Ihr wollt den Sohn zurück, dann holt euch den Sohn zurück. Aber das wird nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellen werdet, Freunde. Das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Die sind garantiert hier. Kommt und holt euch, was ihr wollt. Sie haben uns! Sicher? Gott, das ist eigentlich nicht das, was ich vorhatte, hier wieder jeden niederzuknallen. Aber ganz ehrlich, wenn wir schon mal in dem Modus sind, dann machen wir halt mal so weiter.
So, ab geht's nach unten. Auf der anderen Seite waren wir gerade, alles klar. Und mittlerweile zieht sich ein reißender Fluss, der vom Meer geschaffen wurde, durch die ganze Stadt. Toll, wir können nichts mitnehmen. Wie sieht's aus? Können wir was herstellen? Einmal, zweimal? Na, sehr gut. Wenn wir dann sogar irgendwann mal freischalten, dass wir die Ressourcen, die wir verbrauchen, teilweise zurückgewinnen, na dann haben wir ja noch mal viel, viel mehr, als wir jetzt schon dabei haben. Und wir haben jetzt schon genug Zeug. So, wir sind hier mitten in den Feierlichkeiten übrigens. Hier sind die Bänke noch geschmückt mit den Blümchen. Erinnert noch ein bisschen an die Festtage, die hier gefeiert wurden. Hugo, hier sind wir ja wieder. Bei uns. Ich bin hier. Dann bleib, bitte. Ein Messer. Eieieiei, Freunde, ich sag's euch. Was wir alles in diesem Spiel schon erlebt haben, das ist ein Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich hätte jetzt gern so ein Vergleichsbild, wie das hier früher ausgesehen hat. Ob wir auf diesem Ort tatsächlich schon waren oder nicht, das mit den Blümchen und so und dass hier alles geschmückt ist, das hat sich ja quasi durch den ganzen Ort gezogen. So, da drüben sollte ja nichts mehr sein. Da waren wir gerade eben schon drüben. Und dann schauen wir mal, dass wir hier schnell vorbeikommen. Denn Ratten gibt's hier keine. Nichts. Was hast du gesehen? Ich glaube nichts, nee, oder? Da war wohl nichts. Genau. Na? Neuigkeiten aus dem Palast? Noch nicht. Na dann. Und das Gute ist, genau wie bei Sophia, die können Lukas nicht entdecken. Die sehen zwar uns, und wenn wir irgendwo aus der Deckung schauen oder durch ein Fenster springen und die uns gerade spotten, sehen sie uns. Aber Lukas könnte theoretisch jetzt da draußen einen Zentimeter neben ihm stehen und die würden ihn nicht entdecken. Diese Entdeckungsleiste gilt nur für uns und ich muss sagen, das ist super, weil das wäre ein bisschen doof, wenn man auch noch gucken müsste, was die KI hier so verbrochen hat. Denn die steht ja manchmal wirklich doof da. Aufgepasst, es geht runter. Schon dabei. So, gucken wir mal. Eine weitere Kiste, ein weiterer Bereich. Wo würden wir hier wieder hinkommen? Ah, hier wieder nach oben. Alles klar. Und man sieht auch, ein paar sind beim Erdbeben gestorben. Die ist nämlich nicht zerfressen von den Ratten beispielsweise. Boah, hier ist ordentlich was los in der Stadt, Freunde. So, der muss weg. Dann holen wir uns hier gleich mal die nächste Kiste. Haben wir ja schon mal ein bisschen einen Weg zusammengestellt, den wir hier gehen können. Gleich wieder nach oben. Und weiter nach da hinten, wenn er nicht guckt. Mal schauen, was der andere macht. Der guckt, glaube ich, auch nicht in unsere Richtung. Das sollte ganz gut klappen. Sehr gut. So, das heißt dann wohl jetzt schnurstracks auf die andere Seite. Komme, was wolle. Der Glockenturm scheint der einzige Weg in die andere Dorfhälfte zu sein. Hängt nur knapp über dem Wasser, aber... Keine Wahl, nehme ich an. Es muss sein. Wir müssen also durch den Glockenturm auf die andere Seite, denn mittlerweile zieht ein reißender Fluss durch die Stadt, geschaffen durch das Meer und durch die Erdbeben.
Und wir haben ein Problem. So einfach kommen wir hier leider nicht durch. Jetzt wird es funktionieren, aber definitiv nicht von da hinten. Außer wir sind jetzt ganz schnell, wenn sich der umdreht. Und folgen ihm. Denn bevor wir zum Glockenturm gehen... Ach, der bleibt hier stehen, scheiße. Na toll, ich habe eigentlich gedacht, der bleibt auf der anderen Seite stehen. Also viel weiter hinten. Toll, der andere Typ ist auch da. Okay, schnell, 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 schnell. Gerade nochmal gut gegangen. Ich hoffe, in der Kirche gibt es nichts zu holen. Ich traue mich gar nicht nachschauen. Denn wenn ich da drin irgendwas sehe, dann will ich es natürlich auch gleich mal einsacken. Aber das hat zumindest schon mal funktioniert. Die Kiste schnappen wir uns nochmal schnell. Und dann geht's für uns ab in den Glockenturm. Alles zerstört hier, Freunde. Da hinten stehen noch ein paar Häuser. Und eben dort oben sieht man in der Ferne auch noch ein bisschen die Kirche durchschimmern, aber das war's dann im Großen und Ganzen. Viel ist nicht übrig von der Stadt. Und wir haben damals schon gesagt, dass wir hier angekommen sind auf Laguna. Es wird wohl so enden wie in der Roten Stadt, dass zum Schluss nur noch halbe Häuser stehen und nicht viele das Ganze übernehmen werden. Und genau so ist es gekommen. Nur mit dem Unterschied, dass damals... Magister Vaudin daran schuld war, mit seinen Tests. Und diesmal der Graf und die Gräfin höchstpersönlich. Hallo? Kletter hoch! Hat gehalten. Ja. Wo ist Anno? Das ist eine gute Frage. Wo ist Anno? Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Ja, langsam aber sicher kommt hier wohl doch der alte Hugo wieder durch und das freut mich natürlich sehr. Mal sehen, was sich machen lässt. So, mal sehen, was sich machen lässt. Es lässt sich ziemlich viel machen, so wie es aussieht. 90 Hammer, 92 Hammer, verlängerte Schnur, betäuben die Gegner länger. Wie sieht's hier aus? Verbessert die alchemistische Munition oder Ausrüstung kostenlos aufwerten? Was heißt denn das überhaupt? Ach so, wir brauchen kein Werkzeug. Kann bruchfestes Werkzeug verwenden, aber gut, Werkzeug haben wir genügend, also das können wir uns sparen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nehmen wir lieber das hier. Alchemie, denn das hier hat keinen Sinn. Bruchfestes Werkzeug. Amicia kann bruchfestes Werkzeug verwenden, um ihre Ausrüstung kostenlos aufzuwerten. Das würde jetzt 3 Werkzeug kosten. Das da oben würde 3 kosten und das würde 3 kosten. Und wir haben schon 5 von 6. Ja, wobei, würde theoretisch doch was bringen. Aber dann hätten wir 2 nur einfach so. Da bräuchten wir zwar immer noch das Zubehör, aber kein Werkzeug mehr. Aber komm, das Werkzeug finden wir, das eine. Wir holen uns lieber die instabile Reaktion. Und dann haben wir noch 2 Werkzeuge auf Reserve. Und dieses eine Werkzeug werden wir ja irgendwo finden, bitteschön. Denn wir brauchen ja dann sowieso wieder Zubehör. Amicia verbessert ihre alchemistische Munition, wodurch Odorus bei Kontakt mit Feuer explodiert und Gegner ohne Rüstung tötet. Das nehmen wir mal. Das sollte die Sache erleichtern. Dann haben wir nämlich hier bei der Alchemie auch alles aufgelevelt, bis auf den letzten Punkt und fehlt uns dann nur noch bei der Schleuder die verlängerte Schnur. Da können wir dann mehr Schaden anrichten und die Gegner länger betäuben. Da brauchen wir eben noch ein Werkzeug und doch noch eine ganze Menge an Zubehör. Und zu guter Letzt können wir uns dann das natürlich auch noch holen, das bruchfeste Werkzeug, weil das machen wir wirklich erst dann, wenn wir alles andere uns schon geschnappt haben. So, alles klar. Weiter geht's. Und hepp. Na, guck mal, da finden wir zum Beispiel schon mal ein bisschen was von den Stückchen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vorsicht, es geht runter. Alles klar.
So, da vorne haben wir wieder so einen wunderschönen Blumenbogen. Ich guck mal ganz kurz hier in diese Richtung, ob es da vielleicht noch eine Kiste gibt oder so. Nur ein Messer steckt hier zumindest mal drin, auch schön. Und man sieht hin und wieder, sieht man immer wieder in den Ecken die Leichen liegen, die zwar nicht von den Ratten getötet wurden, aber von den einstürzenden Gebäuden, von den Erdbeben hier, die permanent auftreten, eben weil die Ratten da unten im Untergrund gerade durchdrehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wundert mich, dass hier gerade keiner ist von den Soldaten. So, Salpeter. Gut, wir können nichts herstellen, alles klar. Sowieso nichts zu holen. Na gut, na gut, na gut. Das Wichtigste ist jetzt, das Werkzeug zu finden und eben noch ein paar von dem Zubehör. Seht ihr, Leute? Das Schwein grunzt gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Das ist Arno und ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich schon fast vergessen, dass der ja auch noch auf dieser Insel ist, denn mit ihm sind wir ja ursprünglich hier angekommen. Der Wall, der uns doch auch einige Male auf dem Festland noch das Leben gerettet hat, der aus einem ganz bestimmten Grund hier auf die Insel gekommen ist, und zwar um durch die Macht von Hugo, durch die Ratten, den Grafen zu töten. Und mittlerweile können wir sagen, haben wir schon dieselbe Idee. Wir wollen den Grafen tot sehen. Wir haben halt beide unterschiedliche Hintergrundgeschichten, weswegen wir ihn tot sehen wollen. Aber mittlerweile kann ich ihn schon ein bisschen verstehen. Ich kann natürlich weiterhin nicht verstehen, dass er den kleinen Hugo nur deswegen ausnutzen wollte oder gerade deswegen ausnutzen wollte und er gerade deswegen mit uns einen Pakt geschlossen hat. Er schützt uns. Aber nur bis hierher. Und nur dann, wenn Hugo ihm hilft, den Grafen auszuschalten. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt jeden wieder zu unserer Truppe hinzuziehen, den wir kriegen können. Und da werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir ihn befreien, wenn das möglich ist. So, mal gucken, was wir mit dem Karren machen können. Ich sehe, es geht hier weiter. Ich sehe aber auch, es geht da drüben weiter. Und ich würde ganz gerne mal nach links gucken. Und dann schieben wir ihn mal gerade vor und gucken mal, wo wir dorthin kommen. Komm, hoch mit dir. Hoch? Ja. Mhm. Ah, eine Feder. Cool. Wie kommt die denn da hier? Eine Feder. Hugo, sieh mal. Ich weiß nicht, zu wem die gehört, aber möchtest du sie haben? Warum? Weil du sie magst. Hier, nimm sie. Ja, es wird alles gut. Bald. Und wir haben direkt die nächste Errungenschaft freigeschalten und die letzte Feder gefunden in unserer Sammlung, und zwar eine Feder der Graugans. Dieser Vorfahre der gewöhnlichen Hofgans ist in vielen europäischen Feuchtgebieten vorzufinden. Vor langer Zeit warnten die heiligen Gänse des Tempels der Juno in Rom vor Angriffen, da sie angeblich die Gefahr wittern konnten. Im Volksglauben symbolisiert sie außerdem das Verlangen nach Abenteuern und Reisen zu sagenumwobenen Orten. Ihre Federn, die sich traditionell gut zum Schreiben eignen, erinnern ihren Besitzer daran, seiner Familie zu folgen und niemals seine Wurzeln zu vergessen. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass diese Feder genau hier liegt, denn ich hoffe auch, dass Hugo nicht seine Wurzeln vergisst und wieder der Hugo wird, der er früher war. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Hin und wieder, von den Worten, die er so von sich gibt, blickt der Hugo durch oder hört man den Hugo durch von früher. Aber nichtsdestotrotz, gerade mit der Feder, warum willst du die mir geben? Weil du sie magst. Da hat er sich zum Beispiel wieder nicht mehr dran erinnern können. Mal und sehen, das was ist da drin wohl... ist. Eine der nächsten Truhen, Geheimtruhen wohlgemerkt,
die wir hier im Spiel finden können. Dafür werden wir keine Errungenschaft bekommen. Das ist übrigens das nächste Werkzeug hier, sehr gut. Dafür werden wir keine Errungenschaft bekommen. Das liegt einzig und allein daran, dass wir ja in einem Kapitel eine Truhe hatten. Und zwar, als wir das große Areal dort hatten, ihr erinnert euch bestimmt noch, mit der Karte, mit den Feierlichkeiten und so weiter und so fort, den Vögeln, die mal gefolgt sind und dann schlussendlich irgendwo nach oben gekommen sind, Richtung Heiligtum und dort eine Truhe gefunden haben, die wir nicht öffnen konnten. Und das lag genau daran, dass wir theoretisch das Kapitel hätten neu starten müssen, das eine Messer, das es in diesem Kapitel gibt, wieder mitnehmen und aber die andere Truhe öffnen. Es gibt also ein Kapitel hier im Spiel und ich glaube, das war Kapitel 8 oder 9, wo es zwei Truhen gibt, aber nur ein Messer. Das heißt, man müsste theoretisch das Kapitel wieder von vorne beginnen, um auch alle Truhen mitzunehmen. Das heißt, diese Errungenschaft können wir uns schon mal nicht holen. Aber das macht nichts. Hauptsache, wir haben die Sammelobjekte alle. Hoppla. Und da sind wir bis jetzt wirklich super dabei. Kletter hoch. Gut, gut. Guck mal, er hilft uns sogar hoch. Er hilft uns sogar hoch. Das ist der alte Hugo wieder. Wobei das wahrscheinlich einfach nur eine Animation ist. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Animation, die hier abgespielt wird. Wurscht, ob da jetzt die Makula aus ihm spricht oder nicht. Na, wie findest du dein Halsband, Anno? Ist das der Fall? Ha, sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden getötet. Zur Not mache ich ihn selbst kalt. Töte den Schlechter! Der stirbt schon, klar, und jetzt Maul halten! Ja. Wir müssen hier schauen, dass wir hier irgendwie noch zur letzten Rettung kommen können. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia, tu was! Mach ich. Aber können wir die tatsächlich einfach so ausschalten? Ich glaube, wir werden es versuchen müssen. Sei still! Wir bringen dich hier weg! Was? Da, die Schändlerin! Sie hat den Sohn! Nehmt ihr den Sohn weg! Nein! Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo! Das ist nicht nur für uns! Der Sohn gehört der Welt! Unsere Zukunft! Kämpft für sie! Du bist der Fluch! Ich habe noch Extinguis! Ich helfe euch! Ja! Ah, leider ein bisschen zu spät gewesen. Scheiße. Ein Bogenschütze, na den habe ich gebraucht. Scheiße. Okay, komm, wir müssen weg hier. Immerhin, der Bogenschütze ist weg. Jetzt müssen wir uns irgendwie um den kümmern. Wir haben zwei Messer dabei. Wir könnten uns den theoretisch auch so holen, aber das funktioniert mit dem Teer zum Beispiel auch. Einmal das Ding kaputt schießen. Jetzt du! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Leider nicht. Vielleicht stelle ich mich hier auch einfach gerade nur ein bisschen doof an.
Aber das wird funktionieren, Freunde. Noch mehr! Töte sie für mich! Eieieiei. Okay, komm, wir müssen kurz mal was herstellen. Oh, wir können gar nichts mitnehmen. Was? Tötet die Schänderin! Holt euch den Bitte schön! Oh, halt durch, Volltreffer! So, Hauptsache, der ist mal weg. Was mache ich hier denn gerade? Gute Frage. Oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt du, Amicia. Nichts passieren. Er ist unsere Rettung. Ha, genau. Zeig ihnen, wie nutzlos sie sind. Nicht mal den einen. Er ist geblendet. Und selbst mit Extinguis wird das nichts bringen. Vielleicht aber, wenn wir hier drauf schießen. Das hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie wir die tot bekommen, Freunde. Ich weiß nicht, wie wir die tot bekommen. Es muss noch eine Möglichkeit geben. Ich glaube, es sind sogar so ziemlich die letzten. Einer weniger. Mach Hackfleisch aus dem Typen. Dann bringe ich dich um. Nein! Die kriegen dich nicht, Hugo. Versprochen. Super, super, super. Einer weniger. So, wie holen wir uns jetzt den letzten? Das hat keinen Sinn. Der wehrt alles ab. Reicht. Aber das wird wohl was bringen. Ach ja, stimmt. Holla, die Waldfee. Auf die Krüge habe ich ja komplett vergessen, dass wir die auch noch dabei haben. Warum kann ich denn von dem Zeug hier nichts mitnehmen? Hab immer noch so viel Zeug dabei. Guck mal. Inventar ist voll. Wahnsinn. Wir stellen so viel her und haben immer noch so viel Scheiße mit. Okay, ich werde hier definitiv nochmal kurz durchgehen, um all das einzusammeln, was hier noch so rumliegt. Wobei das gar nicht mehr so viel Zeug ist, wie ich gerade sehen kann. Eieieiei, okay, da muss ich mich entschuldigen, das hat wirklich ein bisschen zu lange gedauert, das hätte mir schon früher einfallen müssen, dass wir ja eigentlich auch noch die Möglichkeit haben, den Topf zu werfen, aber jetzt ist ja alles gut. Vorsicht, da kommt die schwere Truppe. Genug Schaden angerichtet. Oh nein, Hugo, bleib hier. Dann Schnelltod. Niemals. Wer wird dich retten, Sohn? Falsch. Verdammt nochmal! Es ist vorbei. Geschafft, Hugo. Ja, atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anu, ja?
Ja, bitte. Na gut, also dann komm mit. Hugo meinte, es wäre seiner. Sophia! Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Und man sieht, langsam aber sicher kommt der alte Hugo wieder zum Vorschein. Wir starten rein in Kapitel 14, Heilende Wunden. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Das machen wir auf jeden Fall auch, aber erst in der nächsten Runde. Denn jetzt ist wieder Zeit für Hoffnung und der klingende Titel Heilende Wunden für dieses Kapitel verspricht auf jeden Fall auch Hoffnung. Ich glaube, der alte Hugo kommt langsam aber sicher wieder zum Vorschein und die alte Truppe ist fast wieder zusammen. Wir müssen natürlich immer noch trauen um unsere Mutter, das ist ganz klar, aber es geht jetzt auch darum, nach vorzuschauen. Nach vorzuschauen und das Beste, wie immer, aus der Situation zu machen. In der nächsten Folge also wieder Back to the Roots. Wir sind wieder auf dem Schiff von Sophia und es geht wieder aufs Festland und wir können wieder eine Runde drehen und mit allen ein bisschen quatschen. Das machen wir in der nächsten Folge. Morgen geht's nämlich hier weiter bei A Plague Tale Requiem. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.